Ich war mal wieder im DM am Start und heute teste ich diese beiden Proteinriegel mit euch. Einmal den mit 33% Proteinriegel mit Cookies und Cream Geschmack. Und dann haben wir hier noch den mit 50% Proteinriegel mit Crispy Stracciatella Geschmack. Da bin ich mal total gespannt, wie die zwei hier schmecken. Und begrüße euch jetzt erstmal recht herzlich. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem neuen Testvideo. Ups, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass doch gern schon mal ein Like und ein Abo da. Und wir starten, wenn ich es richtig hinkriege jetzt, so, erstmal in die Großaufnahme. So, einmal in der Großaufnahme die zwei Proteinriegel von Sportnest, der Eigenmarke von DM. Einmal der Riegel mit Cookie- und Cream-Geschmack. Sieht ja sehr, sehr gut aus. 33%, das heißt 33 Gramm pro 100 Gramm. So könnt ihr das Ganze gut lesen. Könnt ihr auf Pause drücken und euch anschauen. Ein Riegel hat 13 Gramm Zucker. Das ist ja für viele wichtig zu wissen. Und 15 Gramm Eiweiß. Hier sind die Vitamine noch aufgelistet. Und jetzt machen wir den mal auf. Der hat schon etwas gelitten in meiner Tasche. Da war was Schweres drauf, aber er hat es überlebt. So. Ich schneide mal so ein Stück ab. Und dann gucken wir mal da rein. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt, wie der so schmeckt. Die Konsistenz ist auf jeden Fall kaugummiartig, aber ist ja bei Proteinriegeln generell so. Dieser hier hat sogar 50%. Ich glaube, das ist von der Sportnest-Marke das meiste. Und der ist auch zuckerarm. Da können wir jetzt mal drauf schauen, dass ihr es lesen könnt. Halte ich so. Der hat Zucker 0,9 Gramm, weil er diese mehrwertigen Alkohole drin hat, 20 Gramm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Schön. Auch den machen wir jetzt mal auf. So. Der hat auch diese Crispies da drauf. Schneiden wir uns auch mal einen halben von ab. Schauen auch hier einmal rein. Auch das sieht sehr schön aus. Und jetzt testen wir die beiden. Ja, ich werde zuerst den hellen Riegel hier testen mit Cookies und Cream Geschmack. Schneid mir mal noch ein Stück ab. Und dann schauen wir mal. Oh, der riecht richtig gut. Klasse. Oh, so richtig nach Cookies, also richtig keksig. Wenn der so schmeckt, stelle ich mir das richtig lecker vor. Schauen wir mal. Da sind sogar ganz, ganz kleine Stückchen drin. Es entfaltet sich dann später im Mund so ein leichter Keksgeschmack, so Cookie. Gefällt mir gut. Ist nicht so süß. War das der mit wenig Zucker? Das war der mit mehr Zucker. Aber er ist vom Geschmack her nicht zu süß. Es schmeckt wirklich cremig. Das Cookie-Aroma hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr sein können. Aber der schmeckt ganz gut. Das ist jetzt der mit 33% Protein.
Also dem würde ich mir tatsächlich aufgrund seines Geschmacks wieder kaufen, auch wenn der jetzt pro Riegel 13 Gramm Zucker hat. Das ist schon eine Menge für so einen Proteinriegel. Aber dafür schmeckt er auch natürlich süß. Die Konsistenz? Ist natürlich wieder so ein bisschen kaugummiartig. Aber gefällt mir trotzdem gut. Ich habe auch schon mal früher andere Riegel gegessen. Da hat man sich einen Wolf gekaut, bis man die mal unten hatte. Ja, den würde ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Geschmacklich. Schneide ich mir den anderen auch mal durch. Das ist jetzt der mit 50% Protein, Crispy Stracciatella Geschmack. Riecht nach dunkler Schokolade. Es wird so eine Zartbitter sein, denke ich. Bin gespannt. Wir probieren. Ja, der hat eine leicht bittere Note durch die Zartbitterschokolade oder diese Glasur oben drumherum. Passt aber gut zu dem Riegel. Der schmilzt nur schon. Stracciatella, ja, geht so. Also würde ich jetzt nicht als Stracciatella betiteln. Der hat auch gar keine richtige Süße so. Nichtsdestotrotz, diese Creme da drin, finde ich schön. Und hier sind auch so, das soll dann das Stracciatella sein, diese Schokosplitter drin. Aber so richtig nach Stracciatella schmeckt da jetzt nicht. Nichtsdestotrotz schmeckt da gut. Auch den kann ich empfehlen. Und der hat fast keinen Zucker. Der hatte, Moment, ein Riegel 0,5 Gramm Zucker. Und dann diese mehrwertigen Alkohole 8,9 Gramm. Schmecken mir beide gut. Und der hier hat mir ein bisschen besser geschmeckt, weil er einfach mehr Geschmack hatte. Aber ganz ehrlich, für einen 50% Riegel ist der Bombe. Da ich früher schon mal ganz andere gegessen, die waren ungenießbar. Aber der hier, der ist tatsächlich genießbar. Schmeckte mir relativ gut. Gibt bestimmt auch noch bessere. Wir testen uns mal weiter durch. Ja. Kennt ihr die Sportnis-Riegel? Welche Sorte habt ihr schon probiert? Haut's mal unten in die Kommentare. Oder was haltet ihr davon? Braucht man das? Braucht man das nicht? Alles immer Geschmackssache. Früher habe ich viele davon gegessen, heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Das freut den Algorithmus und auch mich. Und wenn ihr Lust habt, werdet doch für 99 Cent bei mir Kanalmitglied. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn der ein oder andere dazu Lust hätte. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!